Moin, mein Kapitän, es geht weiter, immer noch gleich Aufnahmesession. Jetzt probieren wir nochmal mit Akatsuki. Ich hoffe, es wird besser mit dem Schiff. Ich hoffe, es ist mal mit der letzten Runde haben wieder relativ, sagen wir mal, guten Runde gehabt. Kommt Schaden, aber ich hoffe, es diesmal wird was mit dem Schiff und ich hoffe es, Rang 11 zu erreichen. Ich brauche noch einen Stern und dann bin ich Rang 11. Denn dann gibt es 10er Schiffe. Ja, hoffentlich. So. Okay. Dreimal DD ist okay. North Grenadier, Richelieu. Dann Amagi. Okay. Das ist mir so ein Key. Oh, Key ist echt gut. Benson. Zetran. Ist so eine Sache. Aber wir machen das Beste daraus. So, ich frage irgendwie einen Plan. Einer schlägt was vor. Ich bin eigentlich, ich schlag nie was vor, weil dafür bin ich viel zu schlecht. Was haben wir? B und wir sagen BC, würde ich mal so sagen. BC, Fahrzeug. Kiwi Abiam! Ach Gott! B, dann A. Und dann 2C? Okay. Okay, Schatz, Mattel will da lang. Kurz so wie da lang. Na, ich geh lieber an. Okay. Voll auf C. Okay, alles klar. Willst du das? Und dann wird es gemacht. Lieber erstmal ein Caps holen. Dann kann man, weil ich denke mal, die fahren auch hier aufgesplittet und kann man einen Teil Schiffe hier bei C, glaube ich, ein bisschen aufhalten und kann man defen. Und ich denke mal, dann fahren sie bestimmt hier nach A und B runter. Aber wir mal gucken. Benson fährt schon mal nach B, okay. Dann müssen wir versuchen, als TD-Killer eigentlich C zu halten oder versuchen C zu halten. Okay, da fährt schon mal ein Magi. Das Kreuzer wird wahrscheinlich auch nach A fahren. Okay, C wird schon mal gekappt. Da muss schon einer drinne sein. Okay. Bin schon mal geortet, das ist sehr interessant. Weil ich denke mal, der versteckt sich hinter die Insel. Das ist ja so meine Vermutung. Ah, da sind schon mal da. Klar, da ist ein Benson. Top ich mal da. Das war Schweineklapp, würde ich mal behaupten. Hätte fast einen Doppelschlag gemacht hier.
läuft meine Pumpe, ey. So, haben wir schon mal das gekappt. So, was, die haben nur noch Gearing und Z23. Alles klar, dann müssen wir die schnell da empfahren. Eieiei, läuft. Ey, das ist, war echt Schweineklapp gewesen, ey. Eieiei. Jetzt habe ich keinen Motorbus gerade. Das ist gerade ziemlich sehr schlecht. Okay. Hat schon mal Torps abgeschmissen. Jetzt hatte nur noch seinen Hydro und nur seine Geschütze nur noch. Wollte ich jetzt schneller nach, ja. Ist das bescheuert? So, zwei die ist weg. Alter Schwede. Alter, gegen zwei Akkuzüge haben wir als DD überhaupt keine Chance. Besonders wenn man Trigger-Zünder geskillt hat. Das ist heftig, ey. Ja, ey. Ich glaube, die zwei sind richtig angewiesen. Okay, die Z23 habe ich vorher nur auf mich gerichtet. Ich denke mal, jetzt sind die ziemlich sehr in Beklemmnis jetzt. Schlachtschiffe müssen wir jetzt schön. Okay, hat genebelt. Jetzt muss ich mit meinen. Ja, so wenn er genebelt hat, muss ich jetzt Support geben. Weil ich denke mal, wenn ich nebel, dann haben wir überhaupt keine Sicht mehr. Das ist in Ordnung. Aber die Amagi ist ziemlich sehr aggressiv gerade am Vorpreschen gerade. Schade. Oh, du hast abgezogen. Jetzt bist du dran. Ja. Ja. Jawohl, zwei schöne Treffer. Auf dieser Seite sind wir echt wirklich alleine. Aber anscheinend hat die Amagi Wasser im Pro. Jetzt mal die Schüler mal ein bisschen nerven. Tut er schon mal, das ist schon mal gut.
Ja, ich glaube, jetzt muss ich trotzdem mal rausfahren. Wird wahrscheinlich eh vor meiner Nase gleich auftauchen. Oh, da ist er schon. Jetzt ist leider Frakte vor mir. Ah! Das müssen wir aber jetzt gewinnen hier. Das haben wir schön hier Runde geholt. Ja. Ich glaube, ein Top-Treffer. Kio, warum schmeißt du den Korb? Du weißt, du hast nur 6 Kilometer. Ja, schade. Alter, Kiel, schieß doch! Oh, das ist verdammt gut getroffen. Kiel, gib doch Gas! Ich glaube, dass man jetzt gleich eher fällt mit Nachhang wie die Kiel. Boah, hat der ein Schwein! Ist ja nicht normal! Noch Tops rausgeknallt. Boah, hätte lieber ranfahren sollen. Danke, Tor. Das war viel sinnvoller. Rang 11. Wuhu! Boah. Muss ich schon sagen. Warum ist der unter mir? Der ist auch schon so schön gekappt mit mir. Okay, ich habe versichert angeschossen. Oder das kann da nicht mehr Schaden gemacht haben, ein Zerstörer. Aber der hat verdammt gut mitgespielt. Okay, da ein bisschen abgestaubt, aber verdammt gut gespielt. Wenn man so sieht, wenn zwei Akkezug ist, um die Insel fährt und dann kommen und du bist alleine als Zerstörer und die prassen dir auf dich. Wir haben ja gesehen, wie man da rausgeknallt haben den. Okay, ich habe ein bisschen mal Epic Fail von mir auch. Fast 44 Treffer. Z-Rennzeug, 38 Treffer. Alter. Und ich habe viel weniger Schaden genommen. Okay. 17 Treffer? 12.000, okay. Das war und die Schiffe waren die einzigen, die mir was reingedrückt haben. Deswegen. War Tropfen. Das ist, wenn man wegen zwei Akkuzug ist, aber nicht richtig miteinander abgesprochen. Und dann brechst du durch. Und die Zerstörer sind nach und nach bei uns alle aufgetaucht. Und das war schon mal ein Fehler. Hätten die beides, hätten die genauso wie der andere und ich, haben im Grunde einzeln die Zerstörer rausgenommen, Z20 auch reingefahren. Da wäre es ja anders abgelaufen. Aber das war verdammt knapp, auch mit den Torpedos, ey. Ey, meine Pumpe ist beinahe in die Hose runtergerutscht. Oh. Und jetzt bin ich Rang 11. Oh, läuft. 52, du bist? Ja, mein Karma ist gestiegen. Oh. Weil wir bestimmt, ich denke mal, von den Akkazu gegen den anderen, wie beiden zusammen rausgenommen haben. So, noch ungefähr noch 2 Siege. Rang 10. Und dann geht los mit richtig harten Gefecht mit T10-Schiffen. Ich habe einen mitbekommen auf Discord, wo ich sonst immer bin. Da wird auch ziemlich anscheinend auch Conqueror gespielt, extrem. Das wird, glaube ich, heftig. Aber ich denke mal, das Problem ist auch, T10 sind sehr starke Radarschiffe auch und das wird schon als Zerstörer
schon ein bisschen heftig. Aber bis jetzt bin ich sehr positiv, also mal relativ positiv eingestellt. Wie sieht man bis jetzt aus? Ja, 7 Runden gespielt. 3 Niederlagen, okay, jetzt soll man sagen 4 Siege. Bis jetzt keinen Stern verloren. Das war ziemlich sehr viel Glück dabei. Oh, sagen wir ein bisschen Glück dabei, aber bis jetzt. Aber bis EP sammelt für die neue weitere Baumwahl, die Akatsuki-Baum. Also mein Baum wird erweitert. Die 9er und 10er sind schon angekündigt worden. Und wann die kommen, sie haben es, was war Sommer angekündigt, die Schiffe. Aber wann die genau ins Spiel integriert werden, ich denke mal, erstmal kommen die Entwickler, kriegen die erstmal, dann die Tester und dann Computatoren. Und dann wir als normale Cousin-Spiele bekommen die auch. Ich denke mal, wie ich es verstanden habe in einem Video, die beiden, sagen wir mal, der Baum wird so weitergehen. Und was sind wirklich Orion Stärke sind, auch, ich denke mal, die Kanonen bleiben gleich, 100 mm. Und ich denke mal, besetzt bin ich sehr zufrieden. Das Einzige, was ich skillen muss noch, ist noch Experte der Überlebensfähigkeit. Ich habe ein Video gesehen, da hat die Akatsuki irgendwas mit 23.000 Leben. Und das ist schon ein bisschen heftig. Wie viele Filme noch ich habe? Mann, noch nicht. Fast doch 500.000 noch EP. Also mal EP, was mir fehlt noch. Aber besitzt. Warte mal. Ich habe. Wie viel. Weil die Shima hat auch relativ stark getornt. Wie viel Schaden machen die eigentlich mit einer Zeile? 21.000? 23.000? Mit 12 Kilometer? 20.000? Warum geht da der Schaden pro Zell runter und dann und hier wieder hoch? 23.000? Wie viel hat man mein Z52? Z55. Ich würde mit einem Torpedo eventuell 23.800. Wie viel macht einer? Was sind das mit 23.000 bei Quetschte? Schima. Ich würde mit einem Torpedo sein, würde ich eventuell überleben. Doch allgemein. Die Zerstörer sollten mal allgemein auf Lebenskillen. Deswegen. Aber mal so sehen. Ja, ein bisschen komisch. Aber bis jetzt. Ja, war am Anfang relativ viel gemecker gewesen, aber auf einmal lief es auf einmal. Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, ich beende mal die Aufnahme-Season. Ich denke mal, Montag geht's mal, ich habe bis nur so einen kleinen Vorlauf noch und ich denke mal, Montag, wenn ihr das seht, bin ich am nächsten Aufnahmen-Session dabei, aber bis jetzt bin ich ziemlich sehr noch begeistert noch. Aber ich denke mal, die letzten 2 Sterne wird schon wieder ein bisschen schwierig. Bei 4 sind auch schon Rang 11. Und bei Rang 11 hören die meisten Spieler schon auf, weil viele noch kein 10er Schiffe haben. Und dann, ich denke mal, Rang 10, da versuche ich wirklich etwas mehr zu spielen. Ich denke mal, ich will auch ein bisschen klein, ein bisschen privat spielen. Weil bis Rang 10, bis Rang 1 ist es schon ein bisschen heftig. Weil ich habe einen gesehen, der was mal, er braucht, hat ungefähr 200 Gefechte. Und er ist gut so vor Rang 1, wenn war mal. Okay, Rang 1 ist ja nicht schlecht, mal zu wehren. Ich habe ja noch 29 Tage noch Zeit. Ich denke mal, wenn ich Rang 10 erreicht habe, da würde ich auch mit klein bisschen privat weiterspielen, aber es ist so eine Sache. Und mit Shark, ich habe jetzt mit Shark gesprochen auch und. Kaffee ist gut. Und eventuell kommt wahrscheinlich was von ihm. Eventuell nicht. Er weiß es noch nicht mal. Er hat ein bisschen Problem. Sagen wir mal, Aufnahmen könnte er, dass es nicht das Problem ist. Der, wie ich es ein bisschen gehört habe mit ihm. Bei ihm läuft es wirklich nicht besetzt. Bei mir ist es relativ, bin ich ziemlich sehr gut vorangekommen. Deswegen. War nicht schlecht. Besetzt positiv. 3 Niederlagen. Besetzt. Ja. Ich hoffe, ich komme relativ besetzt wie Aufnahme. Ich komme sehr schnell auf Rang 10. Dann bis mein 10er zu ein bisschen spielen. Weil 10er, ja, Rang 1, weil meistens die 10er Schiffe vorgehalten und jetzt nicht mehr. Und ich denke mal, es sind auch in diesen Bereichen, T10 sind auch relativ die guten, sag mal, die guten Clans-Mitspieler, auch wie die auch relativ oben kleine Liga gespielt haben. Ich denke mal, das ist ganz andere Liga wie T8.
die meisten gute Spieler sind von mal 10, mit Rang 10 bis 1, da sind ungefähr, ungefähr in der Mitte sind die meisten guten Spieler alle. Rang 1 zu erreichen, ja, ist nicht mal schlecht. Mein Ziel ist es eigentlich eher nicht. Es gibt Leute, die wollen Rang 1 erreichen. Es gibt, weil es für Rang 1 mal öfters die Rang 1 gespielt haben. Da kriegt man die Flynn, die Black, ist relativ nicht schlecht. Und da kriegt man noch besondere Tarnung, wenn man nochmal Rang 1 erreicht ist. Aber Rang 1 ist wirklich nicht mein Ziel. Mir ist eigentlich eher so die Belohnung, was hier so allgemein was bekommt, abzugreifen. Weil hier kriege ich jetzt 2 Season fahren, so okay, schön gut. Rang 9 bekomme ich Tarnung. 15 Mal. Und ja, also die Belohnungen sind mir eher wichtiger. Wenn ich schlecht Rang 5 erreiche, dann, wie gesagt, diese Season habe ich sehr gut, so relativ gut und erfolgreich gespielt, weil meistens bin ich sowas zwischen Rang 9 und 8, weil ich meistens immer, ich meine, bin ich meistens, habe ich immer, bin ich da geblieben, weil ich keine Motivation habe. Aber weil es nur um TNC-Schiffe sich handelt, mal gucken. Ja, ein bisschen erzählt über meine Meinung und ich würde sagen, ich mache erstmal, wie gesagt, auf, erstmal Cut, ich mache erstmal Pause und wenn ihr das hier seht, geht es weiter mit Gewerte Gefechte. Ich hoffe, ich komme relativ schnell auf Rang 10 und naja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Erfolg und viel Spaß mit TNC Schiffe. Ich kann nicht mehr sprechen. Haut rein und auf Wiedersehen.